Wir Menschen sind heute in einer Art und Weise von Technik abhängig, wie das für frühere Generationen völlig undenkbar gewesen wäre. Nun, diese Abhängigkeit ist von uns frei gewählt. Auch darum, weil uns der technische Fortschritt einen erheblichen Wohlstand verschafft hat. Wir sehen aber auch, dass das Konsumverhalten in den Industrieländern natürliche Ressourcen ausschöpft und am Ende zur Belastung unserer Umwelt führt. Wir entwickeln und produzieren Produkte in atemberaubendem Tempo. Reihenweise auch Produkte, deren Nutzung nur von sehr kurzer Dauer ist. Früher oder später werden Konsumgüter nutzlos und landen auf dem Müll. Oder schlimmer noch, sie werden achtlos weggeworfen. Müll enthält Wertstoffe. Dies ist unbestritten. Und allen Industrienationen ist die Notwendigkeit, diesen Müll zu sammeln und wieder aufzubereiten, bewusst geworden. Wir Recycler von Müller-Gutenbrunn haben uns darauf spezialisiert, aus ausgedienten Produkten wertvolle Rohstoffe zu gewinnen. Dazu ist jeder Mitarbeiter bei uns unverzichtbar. Im Zusammenspiel der ausgeklügelten Prozesse. Unsere Teams meistern auch große Aufgaben und zerlegen alles, egal wie groß die Teile sind. Es gilt für uns der Spruch, geht nicht, gibt's nicht. Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten viele Mischkunststoffe. Ausgangsmaterial für unser Hightech-Recycling-Verfahren. Womit Kunststoffe wieder in die Wertschöpfungskette eingeführt werden können. Bei uns, Müller-Gutenbrunn-Recyclern, ist Nachhaltigkeit Teil unserer DNA. Eines unserer großen Ziele ist, energieautark zu werden. Ein wichtiger Meilenstein dazu war die Installation von PV-Anlagen auf den Dächern unserer Produktionshallen. Mit der erzeugten Menge an grünem Strom würden sich etwa 700 Haushalte mit Ökostrom versorgen lassen. Natürlich nutzen wir die erzeugte Energie im Unternehmen für die ökologische Verarbeitung der Wertstoffe. Wir erzählen unseren Besuchern gerne von unserer Story. Von unserem unermüdlichen Beitrag für eine bessere Zukunft. Ja, wir sind stolz darauf, MGG Recycler zu sein. Bei der diesjährigen MGG Kart Trophy kämpften 8 Teams aus 4 Ländern um den begehrten Sieg. Der Renntag begann perfekt. Bei strahlendem Sonnenschein absolvierten die Fahrer aus 4 Nationen, allesamt Mitarbeiter der Müller-Gutenbrunn-Gruppe, den Probelauf sowie das Qualifying. Dass die MGG Recycler auch am Ring Kämpfer sind, zeigte sich bei den schwierigen Passagen der Strecke.
Das Rennen selbst war begleitet von sintflutartigen Regenschauern. Den rund 50 Teilnehmern wurde nun alles abverlangt. Der Asphalt war rutschig geworden und die Sicht durch das Visier des Helmes eingeschränkt. Jeder kämpfte für sich verbissen gegen die Zeit. Dabei bis auf die Haut nass zu werden, war in dem Moment vergessen. Zum Sieger der Rennschlacht am Wachauring kürte sich schlussendlich das Team Metran 1. Gewinner waren aber alle, auf und an der Rennstrecke. Ein gelungener Event ging zu Ende, wie er begonnen hat. Mit viel Spaß, Fröhlichkeit und vor allem einem gestärkten Wir-Gefühl.